Und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zu Grim Dawn. So, in der letzten Folge hatten wir unser Inventar noch nicht weiter aufgeräumt. Das werde ich jetzt hier schnell noch machen, bevor es weitergeht. Gleichzeitig gucken wir mal durch, ob wir hier noch irgendwas Brauchbares dabei haben. Prozentwerte auf die Hauptattribute sind natürlich auch immer schön, aber hier fehlt mir tatsächlich Konstitution. Was haben wir da? Ah, die sind natürlich auch schon wirklich nice, ne? Unser Schaden erhöht sich nur leider nicht damit. Ich meine, klar, man kann das jetzt hier mit Komponenten noch so ein bisschen aufpäppeln. Ringe, Amulette und Medaillen. Amulette, Waffenschilde, Zaubernebenhand. Ringe, Kopf- und Brustrüstung, ja. Ich verkaufe die erstmal. Wenn ich da jetzt zusätzlich noch irgendwas drauf zaubern muss. Das Ding hier ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber da fehlt mir auch wieder so ein bisschen die Gesundheitsregeneration. Ja, wir haben die zwar drauf, aber ist jetzt nicht so wirklich überragend. Oh, wir sind ja voll hier. Das wäre fatal, wenn ich jetzt losgelaufen wäre. Hätte es nicht lange gedauert. Und wir hätten wieder zurückgemusst. Ich habe ja erstmal einen blauen Gürtel. Achso, das Mantikorn-Gift, genau. Das haben wir ja immer noch dabei. So, okay. Ich würde die beiden blauen Gegenstände jetzt schnell noch in meine Truhe packen. I'll keep your stash safe. Ja, ich habe hier immer noch nicht sortiert. Gut. So. Es wird auch langsam eng hier. Es wird verdammt eng hier. Gürtel haben wir hier gar nicht drin. Ist das mein erster blauer Gürtel? Ich würde jetzt auch einfach mal hier das... Ich weiß nicht, warum ich das aufgehoben habe. Gut, das Ding hier... Hat ja einen schönen Skill, aber ganz ehrlich, den Skill kann ich auch durch Verzauberung, also durch den Illusionisten draufpacken. Von daher werde ich das grüne Zeug jetzt hier mal schnell verkaufen und dann überlege ich mal, was wir heute machen. So, gut. Er hat eine Menge grüner Schilde hier, ne? Aber nee. Wir haben ja jetzt ein paar Quests offen. Und ich frage mich,
Habt ihr Geschichten von der Front auf Lager? Ich war dort, als die Hauptstadt fiel. Besessene Menschen, die auf uns losgingen. Verdorbene Mutanten, die durch die Tore strömten. Es war ein lebender Albtraum. Ich sah zu, wie die Hälfte meines Trupps beim ersten Angriff von Feinden, denen wir noch nie zuvor begegnet waren, in Stücke gerissen wurde. Es war hoffnungslos. Niemand war überrascht, als der Commander den vollständigen Rückzug befiel. Ich komme jetzt hier aber... Doch, ich komme hier raus. Mensch. Da oben haben wir ein paar, NPCs. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Was machen wir zuerst? Erkunden wir das Ding hier weiter? Ich würde mal sagen, ja, weil da haben wir schon angefangen. Und dann gucke ich nachher, was hinter den beiden Toren los ist. Ich habe nämlich keine Ahnung, in welcher Richtung es dann weitergeht. Kommt man da jetzt weiter? So hier über das Feld und dann diese... Ja. Es war ja diese brennende Straße. So, hier haben wir schon den ersten Elite-Gegner. Beholder, reflektierend. Ein Revolver interessiert uns nicht. Bin mir nicht ganz sicher, aber mir war so, als wenn hier irgendwo ein Secret gewesen ist, so zwischen den Feldern. Ah, geh weg. Lassen irgendwie immer alle das Gleiche hier fallen, habe ich so das Gefühl. Vermute ja bald, dass das hier der falsche Weg ist, dass ich hier noch gar nicht lang muss, weil die Gegnerstufen hier so hoch sind. Da haben wir ja wieder diese große Ätherkristallformation. Ist
Es ist heftig hier. Ich müsste jetzt quasi hier auf das andere Feld rüber und dann hier weiter. Weil ich da gar nicht durchkomme. So, hier haben wir nochmal einen interessanten Schild. Ja, haben wir ein bisschen mehr Lebensregeneration, nehme ich mal. Wurzelter Baumstumpf. Steinplatzierter Stern der Kühnheit. Eine seltene Medaille. So, hier haben wir wieder Kürbisse.
Also ich vermute jetzt immer mehr, dass der Weg hier der falsche ist. So abartig, diese Zone hier. Ah, zum Glück gibt es hier immer wieder kleine Bereiche, wo man keinen Schaden nimmt. Ihr seht es ja, das kann ruckzuck gehen, ne? Wie bei den Manticoren vor einigen Folgen, wo ich meinen ersten Tod gefunden habe. Ich muss jetzt trotzdem erstmal gleich einen Blick auf die Karte werfen. So. Gut. Es geht hier auf jeden Fall noch sehr viel weiter. Hier oben war ja das Rift Gate nach Port Vellum oder wie das hieß. Wo wir auch so ein Eisentor gefunden haben. Ja, nicht wundern, dass ich hier so kreuz und quer laufe. Ich versuche mal alles möglichst genau zu erkunden. Weil gerade in Grimdawn, das haben wir schon in einigen Folgen gesehen, da gibt es so viele Geheimnisse. Versteckte Wege, die dann plötzlich irgendwo hinführen. Den Schild haben wir schon. Oh, hier ist er nochmal. Hat aber auch wieder schlechtere Werte. Also ich bin schon froh, wenn wir dieses ganze ätherische Gebiet hier irgendwann verlassen haben.
Hier ist auch wieder ein markierter Stein. Wieder so ein Obelisken. Herold des Feuers, Stufe 47. Ich bin hier definitiv verkehrt. Weiter nördlich sehe ich gerade auf der Minimap ist ein Stern. Ah ja, okay. Genau, so ein Olaf Fleischkoloss aufgetaucht. Da kommt noch ein zweiter dazu. Das wird... Oh nee, das wird jetzt gerade ein bisschen heftig hier. Schande. Ich glaube, das bringt gar nichts, die zu töten. Die kommen immer wieder. Also ich muss das Gebiet jetzt hier tatsächlich erstmal verlassen. Das ist, ja komm, ruhig mache ich hier noch fertig. So, das ist definitiv hier die falsche Richtung. Den Herold schaffe ich bestimmt, aber nicht mit diesen Viechern, wenn die da die ganze Zeit immer wieder auftauchen, ne? Aber er beschwört die auch. Das heißt, wenn ich den besiegt habe, müssten die eigentlich verschwinden. Zwei von denen hier am Start. Aber er ist gleich down. Super.
So, eine Ätherscherbe, mutagenes Sekret. Geistgebundenes bedrohliches Breitschwert des Blutes. Macht aber weniger Schaden. Schade. Lebhafte bedrohliche Schulterstücke der zerschmetterten Realität. Ja. So, dann gucken wir mal. Hier oben haben wir jetzt eine Kiste. Ein herausragendes Versteck. Gieriger Schlund ist da mit drin. Geweihte Schuppenpanzerhandschuhe des Ebers. Plus 23 Konstitution. Hm. Schützende geraubte Beinschienen der gefolterten Seelen und Giftzahnritualzauberstab. So, guck mal, was ist denn eine epische Einhandaxt? Aber ich brauche Stufe 45 dafür. 8% Angriffsschaden in Leben umgewandelt. Das ist nice. Da haben wir auch noch ein Versteck. Plus 18% physischer Schaden. Ein Gürtel, aber hat keine Gesundheitsregeneration. Dafür aber 7% auf Konstitution. Das könnte schon sein, dass das ausreicht. Also ich mache ein bisschen mehr Schaden damit. Hab aber weniger Gesundheitsregeneration. Rüstung habe ich auch weniger. Nee, ich lass das mal. Rezept Geistfluchsalbe. Haben wir wieder was gelernt. So, und wo ist jetzt die Axt? Hier. Die müssen wir aufheben. Okay, hier hinten habe ich jetzt... Dies müssen die Kanonen sein, die Waffenmeister Borrow erwähnt hat. Diese Ressource für die Schwarze Legion beanspruchen. Wie viel brauchen wir denn davon eigentlich? Achso, kehre zu Waffenmeister Borrow zurück. Das war's schon. Okay. Hier haben wir nochmal Dynamit. Und hier hinten geht's nicht weiter. Das war auf jeden Fall eine anstrengende Sache hier hinten. Ich hoffe mal, dass wir dann jetzt hier durch sind. Dann kann ich nämlich ruhigen Gewissens zurück nach Homestead. Ja. Dann haben wir das hier doch fertig. Und wir haben das komplett erforscht. Gut. Tolle Sache. Come see what's left of my wares. Neunundzwanzig Gesundheitsregeneration, ja. Hm. So, nee. Das sind Komponenten. Die Axt hebe ich mal auf. Wie gesagt, die macht ja... Es sind nur 31, aber... Plus 75% physischer Schaden hat das andere Ding. Also wenn ich da jetzt allerdings noch was draufhaue auf meine Mutantenkeule... Vielleicht sogar irgendwas, was Schaden in Leben umwandelt. Plus 4, plus 12% zerschmettern... Ich weiß ja nicht, ob das schon reichen würde. Wenn wir die beschädigte Klaue, aber das ist eigentlich auch nicht so das tolle Item. Ich muss mal gucken, was haben wir denn in der Kiste? Kann ich da irgendwas
Got something you need, Staff? Vielleicht nehmen, um meine aktuelle Waffe aufzubessern. So, Amulette-Medaillen, Rüstungen, Amulette, Waffen, Schilde, Zaubernebenhand. So, das ist aber mir zu wenig. Schilde. Plus 15 Konstitution, okay. Brustrüstung haben wir auch noch nichts drauf. Plus 20% auf alle Schadenstypen. Und meine Kreaturen machen auch noch mehr Schaden und bekommen mehr Leben. Waffenschilde, Zauber, Nebenhand. Das ist ja hier auch mal nicht schlecht. 50 Giftschaden. Plus 30. Ja, könnte man überlegen. Weil ich könnte das auf meine Waffe und auf den Schild machen. Das hier eine ganz seltene Komponente. Die haben wir nämlich bloß einmal. Könnte ich mir auf die Brustrüstung machen, weil wir dann nochmal einen ordentlichen Schub an Gesundheitsregeneration haben. Aber da ich das bloß einmal habe... Handrüstung, Handrüstung, Brust, Bein. So, hier haben wir Feuerschaden, Handrüstung. Ringe, Amulette. Alle Schilde. Alle Stiefel. Plus 18 Gesundheitsregeneration. Was haben wir da drauf? Da haben wir schon das Zeichen des Reisenden drauf. Okay. Und hier haben wir nochmal Waffenschilde, Zauber, Nebenhand mit Blitzschaden. Nee. Dann würde ich tatsächlich Drakes Zeichen probieren. Was war das jetzt hier? Mein Handy ging gerade. So. Plus 6% Lichtradius haben wir da auch noch drauf. Ist jetzt nicht so der krasse Unterschied. Die Axt ist aber auch immer noch stärker, ne? Schade. Na, ich heb sie mal trotzdem auf. So, wir haben eine Quest erfüllt. Hier, du bist noch heil. Das bedeutet dann wohl, du hast nicht versucht, die Feuersbrunst zu betreten. Weise Entscheidung. Ich war tatsächlich da draußen. Die Kanonen sind gesichert. Unglaublich. Achso. 13.000 Erfahrungspunkte bekommen. Wir haben Level Up. Ein bisschen Ruf bei der Legion. Und nochmal 2.000 Eisenschritte. Unglaublich. Du hast mehr Mut als Verstand. Aber ich will mich nicht beschweren, wenn diese Kanonen wieder uns gehören. Ich werde ein paar Männer hinausschicken und sie sofort zurückholen. Du hast der Legion einen großen Dienst erwiesen. Vielen Dank. Mit diesen Kanonen können wir allem, das sich innerhalb von 300 Yards befindet, einen Vorgeschmack auf das Blei der Schwarzen Legion geben. Ja, sehr gerne. Beziehungsweise gern geschehen. So, gut. Ja. Die Folge hat ja jetzt schon knapp eine halbe Stunde Laufzeit. Ich würde dann mal sagen, ich beende sie an dieser Stelle. Wir haben ja hier heute nicht gerade wenig erreicht. Und wir haben das Stück jetzt hier komplett erkundet, haben hier oben noch diesen Feuerobelisken besiegt und die Kanonen zurückerobert. Und dann machen wir in der nächsten Folge entweder hier weiter oder hier weiter. Ich muss mal gucken. Eins von beiden. Ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns. Bis dann. Ciao.